So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Magic 2014. Wir überleben jetzt hier diese Turbulenz. Hoffentlich. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Deck, was da ausgewählt ist. Und legen los. Weiße Magier lieben es, irgendwas zu tun. Mit dem Goblin haben wir eben schon mal gute Erfahrungen gemacht. Das ist ein bisschen viel Mana. Ich ziehe nochmal eine neue Karte. Drei sind doch gleich schon viel besser. Wir haben allerdings keine Karte, um am Anfang irgendwas machen zu können. Egal. Wir schaffen das schon. Wir müssen ja nur die Turbulenzen überleben. Ne? Zack. Und was haben wir denn hier? Ich muss mir die Karten einfach mal durchlesen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das ist der Gamensi-Magier. Eine Kreatur deiner Wahl. Eile bis zum Ende des Zuges für eine Mana. Okay. Und was kann der? Das ist der Meiler-Unhold. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, erhält der Meiler Unhold 3 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Die Karte spiele ich. Ziemlich cool. Relativ günstig und dafür kann der schon was. Also dieses 3 plus 0 ist ja wirklich nicht schlecht. Ja, mal gucken, wie er sich so macht im Kampf. Und das sah mir so nach Blau, nach Eis und so aus, aber irgendwie spielt er nur... Naja, egal. So, dann nehmen wir den. Schwuppdiwupp. Yep. Vergrößern. Eine Kreatur erhält Eile. Dann möchte ich die aktivieren und möchte die Eile machen. Ach, ich hätte ihm auch selber Eile geben können und dann angreifen können. Egal. Dann greif mir an. Überlegt er denn so lange? Der kann doch nicht blocken. Ha. Immerhin nur noch 19. Guck mal. Wir sind in Führung gegangen. Freunde. Freunde der Nacht. Oh oh. X Schadenspunkte allen Menschen. Autsch. Ja, klasse. Das ist so ein Ich mach alles kaputt Deck, oder was? So, was haben wir hier? Immer wenn du einen roten Zauberspruch wirkst oder ein Gebirge unter deine hältst du einen Lebenspunkt dazu. Das spielen wir aber sofort. Richtig gute Karte gibt es übrigens auch für alle Farben. Diesen komischen Stock. Den habe ich, glaube ich, auch irgendwo in meinem Ordner. In meinem Magic-Ordner. In mehreren Farben. Ich finde den echt gut. Jetzt hat er mir einen Mana gemobst. Der fiese. Aber ich habe genug. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Lebenspunkt bekommen hier durch den Stock, weil ich ein Gebirge gespielt habe. Und dann machen wir ihn. 4 zu 1. Und was hat er? Was ist das? Inferno fügt allen Spielern und allen Kreaturen 6 Schadenspunkte zu. Ja, cool. Das werden wir gleich mal machen, wenn er uns die Kreatur kaputt gemacht hat. Die kann nämlich sonst nichts, ist halt relativ günstig, hält aber oh, hält dafür aber nichts aus. Oh, noch ein Gebirge. Dann werden die Zauber wahrscheinlich jetzt heftiger von ihm. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Zerstöre ein Land deiner Wahl, dann füge Turbulente dem Beherrscher dieses Landes so viel Schadenspunkte zu, wie sich Länder auf dem Friedhof des Spielers befinden. Also 2 wahrscheinlich. Ja. Ohne Mana ist übrigens schlecht. Ohne Mana werden wir das nicht lange überleben. Aber ich mache jetzt Attacke. Darf mir noch ein Land aussuchen, darf das auch direkt spielen, weil wir das hier diese Runde noch nicht gemacht haben, bekomme dafür auch nochmal einen Lebenspunkt. Und dann wird Attacke gemacht. 4 Schadenspunkte immerhin. Ich bin mal gespannt, ob die Magic 2015, ob das Magic 2015 Spiel eine bessere Grafik hat als die 2014er Version. Ich bin das noch nicht angeguckt. Sollte ich mal tun. Wir haben zu wenig Mana. Ich glaube, der kommt komplett ohne Kreaturen aus, also, oder? So wie das aussieht. Sieben Mana hat er schon. Alter. Aber scheinbar keine guten Karten. So wie ich. Ich kann auch immer nur angreifen. Das heißt, wenn das so weitergeht, bräuchte ich mir noch ungefähr 12 Runden. Und ich denke nicht, dass ich noch 12 Runden überlebe. Außer er zieht jetzt 12 Runden lang Mana. Dann schau. Hahaha.
cool. Nein! Schon wieder ein Land verloren. Ey, das geht doch nicht. So geht es nicht weiter. Angriff. Jo, jo, jo. Immer raus damit, immer raus damit. Zackenbombardierung. Juhu. Ein Land. Bringt mir aber nichts außer ein Lebenspunkt. Alter! Die Zackenbombardierung hat mich ja gerade mal fast getötet. Warum sagt denn keiner was? Aber ich habe ihn jetzt immerhin schon mal auf 9 runter. Und nochmal die Zackenbombardierung. Scheiße. Ja. Das probieren wir doch direkt noch einmal. Noch einmal, noch einmal. Oh ja, das sieht gut aus. Da können wir nämlich am Anfang direkt Kreaturen spielen. Das ist perfekt. Und wenn der stirbt, können wir nochmal einen Schadenspunkt machen. Das ist echt eine gute Karte für den Anfang. Und die haben wir gleich doppelt. Hahaha. Und die Flammenmax auch. Weil er wird ja jetzt wahrscheinlich wieder genau das gleiche machen wie in der letzten Runde. Au. Ja, nicht während einer Hauptphase Angriff. Ich hätte gerne auch diesen Stock wieder, damit wir mehr... den hatten wir ja schon mal, damit wir mehr Lebenspunkte bekommen, weil die werden wir auch in nächster Zeit wieder verlieren. Durch seine komischen Zauberer. Zauber. Ohne Rea. Klick, klick, klick. Klick, klick. Ich bin unkonzentriert. Jo. Jupp. Dann spielen wir noch ein Ländchen und dann spielen wir den. Dit, 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 dit. Oh, ein Land. Welche Überraschung. X Schadenspunkte. Jetzt sind die alle tot und dann kriegt er 2 Leben abgezogen. Hier, guck. Zack. Und nochmal. Dann ist er bei... 13? Ja. Dann kann ich auch gleich die Flammenaxt machen. Die kostet 5, glaube ich, ja. Man kann das echt schlecht lesen. Also wenn ich hier harper am Text, dann liegt das daran, dass ich wirklich den Text schlecht lesen kann hier. Das ist ein bisschen doof. Oh nein! Oh Mann! Jetzt kann ich die Flammenaxt nicht mehr spielen. Muss ich wieder eine Runde warten. Das... Oh, Mann. Alter, ey. Das ist mal richtig mies. Wenn das so weitergeht, zerstört er mich einfach nur Länder. Ich ziehe neue Länder und dann wird das eine ziemlich langweilige Runde. So viel kann er doch davon gar nicht haben. Maximal 4. So, Flammenmax direkt. Hau rein. Bevor wir wieder zu wenig Mana dafür haben. Das muss raus. Was ist das denn hier eigentlich? Fliegend, wenn der Magma Phönix stirbt, fügt er jeder Kreatur und jedem Spieler 3 Schadenspunkte zu. Und den können wir sogar zurück auf die Hand holen. Cool. Dann machen wir den doch direkt mal. Der ist auch nicht blockbar, falls er doch noch Kreaturen bekommen sollte. Aber damit können wir auch erst nächste Runde angreifen. Jetzt haben wir wenigstens noch eine Chance, falls er uns jetzt wieder die Länder weghaut, ihm irgendwie noch Schaden zu machen. Und da ist das nächste Land weg. Dafür reicht es aber noch. Und dann Spieler auf den Spieler, Spieler auf den Spieler, Spieler auf den Spieler. Jetzt kriegt er ein paar Schadenspunkte. Die Karte ist richtig gut eigentlich. Und jetzt kann man angreifen. Und dann haben wir ihn auf 2 runtergewirtschaftet. Weiter. Dit, 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 dit.
Hui. Hui. Okay, das ist ein sehr, sehr merkwürdiger Gegner, finde ich. Aber wir haben jetzt gewonnen. Hey, freut euch. Timer anhalten. Das war knapp. Gerade noch mal so gut gegangen, weiter. Ein bisschen Spannung erhöhen. Und wir haben gewonnen. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Verschoner der Schergen. Sehr, sehr schön. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht es hier direkt weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.